Und damit ein Moin Moin und herzlich willkommen zurück bei Gothic 3 Götterdämmerung. Warum ich das jetzt gemacht habe, ich habe keine Ahnung. Fragt mich einfach nicht. Okay, danke. Ciao. So. Wir sind jetzt Casa Magia, glaube ich. Irgendwann, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Und, ja, nochmal auf den Weg nach Geldern. Denn wir müssen nochmal mit dem Typen reden, der uns ein Amulett geben will. Irgendwo. Irgendeiner von denen hier. Der da, glaube ich. Dylan, warum bist genau. du hier? Hast du mit Merrill geredet? Oh, Innos sei meiner Seele gnädig. Nö, bitte nicht. Dylan, Merrill wird dich nicht weiter belästigen. Oh, wunderbar. Ausgezeichnet. Innos sei gepriesen. Endlich ist es vorbei. Freut mich, dass ich dir helfen konnte. Und jetzt meine Belohnung, bitte. Wie? Oh, ja, tut mir leid. Hier, bitte. Und nochmal danke. Vielen Dank. Ein Empfehlungsschreiben und ein Amulett. Ja, ist okay. Also die Frage ist, ein Moment. Schwertkämpfer 1, Schwertkämpfer 1. Ich glaube, ich will das Langschwert. Lohnt sich das nochmal 10 Lernpunkte auszugeben? Für eine bessere Waffe? Weil zwischendurch werden wir sicher noch die normale Waffe benutzen. Erstmal nicht. Komm, ich habe 229 Gold. Ich bin ein armer Schlucker. So, das Ding ist jetzt aber auch, ich war jetzt hier, ich war überall und die Leute wollen einfach nicht mit mir reden. Die haben auch nichts zu tun. Das heißt, ja. Okay. Okay, Fernheilung, Heilung an sich. Krankheit heilen, Licht. Und so Dinge wie ich halt Telekinese, Zähm, Goblin, Eislanze. Schlaf. Zeit, Golem, Schlösser öffnen, Hinter, Keinen Blitzschlag, vergessen, Schrecken, Nebel, Blitz beschwören, Dämon beschwören, Seelenwanderung, Nacht, dies, das, Armee der Finsternis, ja. Also wirklich krass, all das Wissen hochpumpen brauche ich ja nicht mehr, ne? Ich habe ja das, was ich haben will. Ich bin mir sicher, du hast noch zu tun. Wie gehässig der gerade einfach gesprochen hat. Ich bin mir sicher, dass du noch was zu tun hast. Das war das Falsche. So, nochmal zurück. So. Der war hier, genau. So. Wir haben uns immer bitte das Empfehlungsschreiben. Ne, das Empfehlungsschreiben habe ich schon. Das Amulett könnte ich jetzt tatsächlich behalten, glaube ich, ne? Das Empfehlungsschreiben habe ich, aber das Amulett ist ja kacke. Hier hast du dein scheiß Amulett. Hier, da hast du das Amulett. Nicht übel für einen Typen wie dich. Du würdest einen prima Dieb abgeben. Wenn du mal ein Ding drehen willst, komm zu mir. Myrtana braucht Männer wie dich, Merl. Wenn die Dinge wieder so wie früher sein sollen, werden kluge Leute nötig sein. Also wenn du irgendwann genug vom Diebesdasein hast, komm zu mir. Ansonsten finde ich dich. Soll das eine Drohung sein? Ich sage nur, dass Veränderungen kommen werden. Auch du wirst dich verändern müssen. Interessant. Schatulle Schmuck, dies, das. Kann ich ein paar Sachen verkaufen? Der 2000. Zumindest ein bisschen. Beziehungsweise, warte, ich mache mal das. Oh, ich dachte, ich habe noch zwei davon. Deswegen war ich gerade sichtlich verwirrt. Und bin es immer noch. Ist denn so? Ja, ja, Gold austauschen. So habe ich jetzt wieder ein bisschen was. Diebeshandwerk. Was kann er mir denn beibringen? Falschen. Dazu bist du noch nicht bereit. Ja, schade. Heiß ich Diebeskunst? Ich habe 12. Das bringt mir erstmal nichts. Gut, dann haben wir jetzt, glaube ich, sogar 6 Empfehlungsschreiben. Ne? Ja, geil. Naja. Dann behalte ich halt ein Empfehlungsschreiben und rahme es mir ein und hänge es mir an die Wand. So, ja. Hast du die 5 Empfehlungsschreiben gesammelt? Nö, ich habe 6. Uns läuft langsam die Zeit davon. Hier, bitte. 5 Empfehlungsschreiben. Traust du mir jetzt? Ja, langsam
fange ich an, Hoffnung zu schöpfen. Du hattest du mich im Kampfunterricht hin, ja. Ich habe das Gefühl, dadurch, dass das Spiel nicht ganz so lang ist und so groß ist, weil wir haben jetzt schon zwei Städte fertig. Und es sind noch 2, 4, 6, 8, 10 weitere. Aber wir sind bei Folge 4. dass da die Erfahrung rein rasselt und rein regnet ohne Ende. Das ist schon echt nicht schlecht. Naja, gut. Ist die Frage, ist das Flammenschwert, skaliert das mit altes Wissen oder auch mit Stärke? Das weiß ich nicht. Naja, lassen wir das. Hör zu. Hör zu. Warte mal, bevor wir anfangen. Wir dürfen jetzt keine Zeit verschwenden. Aber wir brauchen für diese Sache meinen Bruder. Warum das? Ich herrsche mit ihm gemeinsam. Ihr solltet also auch an diesem großen Plan beteiligt sein. Und wo ist er? In Geldern. Na gut. Dann soll er so schnell wie möglich herkommen. Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. Du wirst ihn aus Geldern holen müssen. Ich? Aha. Warum das denn? Schick doch einen Boten. Wir haben keine Boten mehr. Die sind alle schon vor einiger Zeit verschwunden. Vermutlich verrotten sie jetzt irgendwo in einem modrigen Kerker der Orks. Innos sei ihren Seelen gnädig. Du wirst mit den Ork-Überfällen unterwegs keine Probleme haben. Das ist doch eine Zeitverschwendung. Ob es dir nun passt oder nicht, ohne meinen Bruder können wir nicht weitermachen. Immer muss man alles selbst erledigen. Das ist halt echt so. Hole Innok aus Geldern. Das ist ein richtig, richtig langer Weg, ist das. Bin ich ja echt ein bisschen frustriert, dass ich, ja, weißt du was, bevor ich das mache? Hole Innok aus Geldern, jage die verrückten Bisons. Ich soll eine Herde der Bisons hin und töten, um Bauern zum Fehlungsschein zu bekommen. Die Sechsen sind im Süden Gelderns. Ja, irgendwo hier dann. Und gar nicht direkt meine neuen pyromanischen Künste ausprobieren. Denn so ein bisschen Feu-Feu hat noch nie geschadet. Das ist natürlich nicht ernst gemeint. Gut, probieren wir es aus. Da ist ein Wolf. Attacke. Blöp. Ah, cool. Vor allem ist ein einzelner Wolf. Naja, der wollte wohl einfach nur seine Ruhe haben. Die hat er jetzt auch. Ist zwar ein bisschen krasser als vielleicht gewollt und gedacht, aber der hat jetzt seine Ruhe. So. Ich vergift dich. Weil ich es kann. Und, oh, der ist mir irgendwie zu nah. Da habe ich jetzt irgendwie... Hilfe! Haha. Kann ich... Achso, warte. So. Aua, geh weg. Bitte nicht hauen, danke. Bop, bop, bop. Das war's mit dir. Ja, den loot ich gleich. Ich weiß nicht, wie lange das Schwert noch da ist, aber... Ich muss die Zeit noch nutzen. Und deswegen gehe ich auf diese Suicide Mission. Ahaha. Aua. Ich schaff das nicht. Ja... Zum Glück habe ich ein paar Tränke gekauft. So, blip. Haha. So, das Ding ist jetzt aber... Ich glaube, ich habe auch nicht genug Mana für ein Flammenschwert. Das ist ungünstig. Das ist halt der Nachteil. Wenn ich hauptsächlich dann mit dem Flammenschwert kämpfen will. Dass irgendwann auch die Mana weg ist. Oder das Mana, was auch immer. Aber deswegen, aua. Habe ich halt noch den hier. Ach komm, ey. Jetzt mach doch mal hin, ja, jetzt. Oh. So, passt gar nicht nervig. So, her damit. Ogermorgenstern. Das heißt, ich muss die ganzen Pflanzen, die Mana heilen, doch aufsammeln.
Weil ich mich dann doch so spontan dafür entschieden habe, einfach mal. Zu schwer. Magier zu sein. Wir sind Kampfmagier. Kampfmagier sind wir. So. Okay, das ist dann... Hier war noch einer, genau. Hier war der dritte. Wie sonst? Habe ich noch... Guck mal, den kann ich auch nochmal nehmen. Aber das Ding ist... Das ist eine Truhe. Ich weiß, dass es gerade ein bisschen hin und her ist. Tut mir auch leid dafür, aber... Das sind halt Dinge, die ich gerne machen möchte, die das Spiel doch ein bisschen vereinfachen. Beziehungsweise vernormalen. Oder wie man das auch beschreiben will. So, Meryl. Liebes Handwerk. 17, 22, 27, 1, 2, 3. Und Schlösser knacken kann ich nicht lernen, weil ich nicht genug Lernpunkte habe. Das ist doch schön. Das freut mich. Kann ich jetzt aber hier hin? Wenn ich davon Stärke lernen sollte? Nö, ach komm. Der Innos! Auch wenn das nicht mehr schreit. Ach ja, weil... Eigentlich... Ist die Frage, weil die Götter sind verbannt worden. Und... Das ist halt die Frage, bezieht sich das alte Wissen auch auf die Götter? Ja, ne? Also dürfte es eigentlich keine Magie mehr geben, oder? Naja. Magische Kraft. 4 pro Lernpunkt. Ist halt. Oh. So, jetzt 16. Das war jetzt ein Feuerball mehr. Ich glaube, auf Dauer rentiert sich das dann. Gut, wir brauchen Level Up. Kriegen wir gleich bestimmt auch. Jetzt habe ich halt diesen Trank relativ umsonst genommen, glaube ich. Das ist ein bisschen frustrierend. Naja. Gut, bis mittags pennen. Weil ich halt einfach dumm bin. Ich weiß. Zu mir nicht sagen. So, Geldern. So, sorry. Genau, hier lang. Moment. So. Ich speichere mal. Das ganze hin und her und hin und her. Was ist das eigentlich für eine Rüstung? Habe ich eine Rüstung an? Ja, habe ich. Leichte Rebellen. Blach. Also ich bin halt echt ziemlich tief gefallen, wenn wir mal ehrlich sind. So. Wir tragen Rebellenrüstung. Und benutzen Innos Magie. So, vielleicht sollte ich das mal so machen. Da lohnt sich das halt einfach gar nicht, so einen Feuerball zu benutzen eigentlich. Aber wir sind ja Magier, wir müssen üben. Ich bild mir einfach ein, dass rollenspieltechnisch, dass wir die Bälle benutzen müssen, um stärker zu werden damit. Ist zwar hier überhaupt nicht der Fall, aber man kann ja sich trotzdem Dinge vorstellen. Was ist denn das da jetzt für eine Kacke schon wieder? Sind das Orks? Ist das ein Orklager? Oder sind das Bisons? Wer kämpft denn da gegen ein Schnapper. Zwei Schnapper. Zwei gegen zwei, wer gewinnt? Ist mir egal, ich will Erfahrung haben. So. Richtiger Arschlochmager, weißt du? Misch mich halt einfach in so einen Kampf ein, der mich halt eigentlich gar nichts interessiert. So, habt ihr davon? Ich brauche eindeutig mehr Mana. Ich will das den ganzen Tag machen. Ohne Unterbrechung. Das macht Spaß. Fuck. Jetzt habe ich Bock, die ganzen Gothic-Spiele privat nochmal als Magier zu spielen. Das ist,
Ah, ungünstig. Aber na gut. Das sind noch mehr Schnapper. Wo sind denn jetzt die Bisons, bitte? Ich bin eigentlich auf Bisonjagd und nicht auf alles andere. So. Okay. Ein Grabstein, noch ein Grabstein, steht nichts drauf, schade. Was brüllst du denn so rum? Nur weil ich deine Familie umgebracht habe, was ist los mit dir? Kannst du mal ein bisschen leiser sein. Denk doch mal an dein Umfeld, denk doch mal an die anderen. Denk doch mal nicht immer nur an dich. So. Wo sind denn jetzt diese Bisons? Halt die Schnauze. Weißt du, weil du mich angebrüllt hast? Bedingst du den Tod? Ich hätte auch einfach weiterlaufen können, aber nein. Du musst es ja unbedingt umbrüllen. Ah, immer dasselbe mit euch. Immer dasselbe mit euch. So, ist mir egal. Auch mehr Mana-Heilpflanzen. Das ist auf Dauer irgendwie. Dauer wird das anstrengend. So, da sind noch mehr von denen. Direkt einer auf dem Deckel hier. So. So. Ganz viel Schnapperfleisch. Das ist hier eine Goblinbeere. Geil. Die Frage ist, ich brauche Geschick ja nicht, 137. Ob sich das für mich eher rentiert, die zu verkaufen? Ja, Geschick. Also 1% mehr Braten auch nicht fett machen. So. Harnischkraut. Harnischkraut. Ist das irgendwas Cooles? Max Ausdauer 2. Das nehme ich doch gerne. Ach. Schau mal einer, guck. Und ich habe keinen Mana mehr. Ja. Blub, blub, blub. Blub, 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 blub. Blub, blub, blub. Machen wir das so. Zack. Ich nehme das Schwert. Geil. Attacke. Bison. Ich dachte, das sollen wütende Bison sein oder so. Aua. 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 Ich bin tot. Ja. Mit denen ist dann doch nicht ganz so zu spaßen. Wer hätte es gedacht? Gut, dann halt der gute alte Feuerball. Und das tötet ihr natürlich nicht. Den aber. Lauf doch nicht weg. Kacke. Dann halt so. Aua. Huhuhu. Lecker Bisonfleisch. Denkt noch nur einer. Ich glaube, ich bin tatsächlich doch mehr auf mein auf meine Waffe angewiesen, auf mein Schwert, als ich vielleicht zugeben mag. Deswegen pumpe ich, glaube ich, noch ein paar Punkte in Stärke, um noch eine bessere Waffe tragen zu können. Schaden wird es, glaube ich, auf jeden Fall nicht. Ich meine, wir sind ja auch Kampfmagier, ne? Das heißt, ist nicht verkehrt. Ah, hör auf zu ruckeln. Danke. Ja, bitte, danke. Hör auf. Ist doch nichts. So, ist die Frage, waren das jetzt wirklich diese Bisons, die ich platt machen sollte? Da meinte was irgendwas von wütenden Bisons oder so? Und normalerweise, wenn sowas explizit angesprochen wird, haben die Gegner dann so einen Namen. Aber das hatten die jetzt nicht, das heißt, ich weiß nicht. Okay. Ich guck einfach mal. Ja, schöne Gegend. Hat sich fast nicht verändert. Wie soll es auch anders sein? So, das Ding da hinten nehme ich mit. Die... Nee, Feuernessel ist es nicht, ne? Was ist denn das? Doch, Feuernessel, cool. So. Ich habe deine Bisons weggemacht. Hast du sie schon erlegt?
Du brauchst wahrscheinlich länger, weil du noch nicht so erfahren bist. Ich habe bei meiner ersten Jagd auch lange gebraucht, genau wie mein Vater. Und meine Mutter auch. Oh Mann, ich komme. Okay, das waren die tatsächlich nicht. Okay. Interessant. Hätte ich jetzt irgendwie erwartet ein bisschen, aber irgendwie auch gar nicht. Cool. Lege ich mich halt ins Bett. Hüpp. Ja, Bismillahirrahmanirrahim. Und da wir ja so ein Gauner sind. Oh nein, das tut mir leid. Das war nicht mit Absicht. Handeln. Wasser brauche ich nicht. Jetzt kaufe ich mir die Äpfel. Ist mir egal. So. Geil. 1500. Das ist kein Morgenstern, aber klär das mal einem Oger. Finde ich schön, dass die Beschreibung da immer noch steht. So, Gold ausgleichen, dies, das. Immer noch kein Level up, aber bald bestimmt. Ja, gut. Das heißt, ich gehe wieder raus. Wie viele Mana habe ich? 212. Ein Feuerball kostet 15 bis 30. Ja. Und ein Level up bringt 40 dazu. Ist das 41? Das sind dann 10? Ja, es sind 40 pro Level up. Okay. Gut. Das heißt, die Bisons, die ich kaputt machen soll, sind noch ein Stück weiter südlich. War hier irgendwas? Das sah halt so aus, als ob es hier vielleicht eine Höhle geben würde. Deswegen gucke ich hier mal. Nö. Ach, guck mal, da hinten ist ein Lurker. Noch ein Lurker. Ich hätte nicht aufladen brauchen, glaube ich. Ja. Hab halt aus Versehen gedrückt gehalten. Ich brauche halt irgendwas, womit sich mein Mana passiv regeneriert. Das wäre geil. Oh. So. Das wäre halt echt geil. Die Frage ist halt auch einfach. So ein Feuerball kostet ja, wenn ich einfach normal drücke. So. Was hat er 15 Mana? Wenn ich gedrückt halte. Und los das, ja? 30. Beziehungsweise so lange gedrückt halt, bis er automatisch losschießt. Ist die Frage, was ist effizienter? Was macht mehr Schaden? Zwei leichte oder ein voll aufgeladener? So Dinger. Alle Schnauze. Dinger, die mich halt doch irgendwie interessieren würden. So. Boah, es trägt noch einer. Also ich versuche zu verstecken. Aber von mir gibt es kein Verstecken. So. Das ist eigentlich ein Wunder, dass sich die ganze Flora und Fauna in Nurtana eigentlich mich im Alleingang komplett zerstört habe. So viel ich einfach töte und mitnehme, das ist schon fast nicht mehr feierlich. Da sind die verrückten Bisons. Und hinten ist ein Wildschwein oder so. Kann ich das machen? Bringt das was? Hauen die sich dann gegenseitig kaputt? Die hauen sich gegenseitig. Es ist cool. Aber auch nur einer von denen kriegt dann Schaden. Ich dachte, dass dann vielleicht alle draufkloppen und irgendwie alle ein bisschen Schaden bekommen. Aber ich habe da nicht mal Erfahrung für bekommen. Das ist voll dumm. Was ist das denn? Nee, das möchte ich nicht. Das möchte ich nicht. Ich brauche die Erfahrung. Beziehungsweise ich will die Erfahrung. So, hier haben sie mir mein Schwert. Das Schwert wird wert sein, ich weiß nicht. Aua. 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 Ja. Ja, das hat nicht so gut geklappt. Da muss ich noch ein bisschen üben. Das ist, ja. Ich kann auch einfach den hier machen. Attacke. Aha. Ihr kriegt mich niemals.
Vor allem, wenn ihr so dumm seid und einfach stehen bleibt. Das ist halt richtige Vikings-Taktik, aber ist mir gerade egal. Aber. Oho. So, kann ich auch gleich einmal den hier machen und noch einmal speichern. So. Kann ich das auch direkt mal ausprobieren? Okay, das. Ja. Ich glaube, das hat teilweise auch ein bisschen was mit der Entfernung zu tun. Wie weit der Feuerball fliegen muss. Wie viel Schaden der dann macht. Stärke plus 2, ja geil. Das freut mich. Kann ich einmal speichern. So, haben wir direkt ein paar mehr Gäste. Wildschweine geben einem keine Krankheiten, ne? Das war nur super. Habe ich in Normal Gothic 3 auch immer überlegt. Und da haben wir ein Level Up. Das ist geil. So, dann bin ich mal ehrlich, dann, wenn ich den Level Up habe, gehe ich mal selten zurück. Wie kannst du, wie können denn jetzt schon wieder 26 Minuten vorbei sein? Das ist doch... Ah! Mann, ey. Das ist traurig. Ich meine, das ist schön, dass man so viel Spaß hat, dass man das nicht mitbekommt, aber es ist kacke. Ja, Diebeshandwerk. Schwere Schlösser. Ja, und wir sind wieder bei 300 Gold. Das ist toll, das ist sowieso gar nicht toll. Der handelt. Hat auch noch ein bisschen Gold, das ist nice. Kann ich das verkaufen? Dies, das? Da kann ich nichts verkaufen. Die verkaufe ich, auch wenn die nicht mehr so viel Geld bringen. So. Halt ausgleichen. So. 142 Stärke. Stör mich nicht. Ich soll ihn nicht stören, Leute. Habt ihr gehört? Ja. Jetzt nochmal hier hin. Ah, handeln. Jetzt auch nichts Tolles, was Waffen angeht. Aber. Wo ist. Achso, bei ihm. Konnte ich gar nicht. Stärke. So. Doch, konnte ich, glaube ich. Aber der will gerade nicht mit mir quatschen, weil ich erstmal. Den einen anderen. Sein Bruder. Nochmal bequatschen muss. So. Dann gehen wir nochmal zurück nach Geldern. Ist ein schönes Hin und Her. So. Zum einen. Geh ich mal wieder hier hin. Boris, ich hab's erledigt. Ich hab sie erledigt. Sehr gut. Ich hoffe, du warst schnell. Alter, hör auf zu labern. Oh, ach, das Schreiben. Hier, bitte. Es ist eins der besten, die ich je geschrieben habe. Um genau zu sein, ich gehe dann. Kann es sein, dass diese Empfehlungsschreiben für Enoch sind und nicht für Anok? Jagdbogen, Assassinenbogen, dies, das, das. 6000 Gold hat er. Kann man Sachen verkaufen, die man nicht braucht, aber ich brauche gerade alles. Die Goblinbären kann er haben. Auch wenn das jetzt nicht so viel ist, aber ich brauche jetzt einfach mal alles, was ich kriegen kann. Man muss über Jagdbar irgendwann einen Bogen verbessern, einen Meisterschutz. Ranschleiche Viechern das Fell abziehen. Kann ich das denn schon? 125? Ne, kann ich nicht. Ja, geil. So. Hier hinten war auf jeden Fall noch eine Truhe bei den ehemaligen Ogern. Die sind da jetzt mittlerweile nicht mehr. So. Sesam, öffne dich. Ein Ring, Schutz vor Geschossen, dies, das. Ja. Könnte besser, könnte schlechter. Bin's halt auch nicht anders gewöhnt von Gothic 3, also. Ja.
Guck mal, eine versteckte Truhe. Feuerfall, Möhre, Dietrich, Fläschchen und Brot. Hat wohl jemand Proviant versteckt für harte Zeiten. Und da kommt einfach so ein Kackarsch dahergelaufen und sagt, guck mal, und nimmt das Ding einfach mit. Aber selber schuld, wenn man es nicht abschließt, ne? Ja. Komm schon. Du schaffst das. Ich habe Skyrim ganz oft durchgespielt, ich kann das. Ha, sag ich doch. Eine Flammenbeere. Was macht die nochmal? Maximal Mana plus 2. Perfekt. So, jetzt sind wir hier in den Gebirgen. Ich habe keine Ahnung, was es hier gibt. Aber wir werden es herausfinden. Och, irgendwie geht mir das auf den Sack mit der Ausdauer. Ich bin so gewohnt, dass ich einfach rennen kann ohne Ende. Da wäre ich fast gestorben. Was? Ja, gut. Ich mach's mir mal einfach. So, da sind wir wieder hier. Bestimmt. Wenn ich jetzt mit dem quatsche, sagt er, ich vertraue dir nicht. Du brauchst 5 Empfehlungsschreiben. Das könnte ich dem halt echt zutrauen und deswegen gibt es mehr als 5. Das sind dann nämlich wahrscheinlich Empfehlungsschreiben für den. Für Anok. Ist das jetzt Enoch oder Anok? Handeln. Nicht mal der hat Mana-Tränke. Das ist, das ist belastend. Naja. Gut, hier müsste, nee, da müsste das. Ja, hier müsste das sein. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ah, so, hi. Du? Wir dachten, du wärst tot. Wo steckt Xardas? Ich beantworte deine Fragen später. Im Moment haben wir andere Sorgen. Was ist los? Anok und ich brauchen dich in Silden. Ist mit meinem Bruder alles in Ordnung? Haben die Ork-Angriffe zugenommen? Es geht ihm gut. Zumindest im Moment. Ich bin zurückgekommen, um die Ordnung wiederherzustellen. Dein Bruder will mir dabei helfen, aber zuerst soll ich dich zu ihm bringen. Es wäre mir eine Ehre, euch bei dieser großen Sache zu helfen. Aber ich kann hier erstmal nicht weg. Und warum nicht? Mein Bruder hat mir einige wichtige Aufgaben übertragen. Ich kann mich nicht bei ihm blicken lassen, bis ich die erledigt habe. Wie soll je Frieden in Nortana herrschen, wenn seine Anführer dermaßen kleinlich sind? Na gut. Ich werde dir bei diesen Aufgaben behilflich sein. Wir haben schon viel zu viel Zeit vergeudet. Mein Spion muss wohlbehalten hierher zurückgebracht werden. Außerdem haben einige Leute noch keine Steuern gezahlt. Eine wichtige Karawane muss aus Geldern geleitet werden und es wurde ein Lager der Orks entdeckt, das unschädlich gemacht werden muss. Was ist so wichtig an dieser Karawane? Sie transportiert Material, das dringend in Silden benötigt wird. Was ist das für Material? Unser bestes Erz und unsere besten Waffen. Wie soll der Kram transportiert werden? Wer führt die Karawane an? Ein Händler namens Hamlar. Es steht eine Karawane in Geldern bereit, die zu einem bestimmten Ort geleitet werden muss. Du musst vorsichtig sein. Es könnte unterwegs Schwierigkeiten geben. Ich schätze mal, ich soll das wieder alleine erledigen, da du für die Sache keine Männer übrig hast, stimmt's? Na gut. Ich habe Hamlar bereits hier in Geldern gesehen. Es ist doch zum Wohle ganz Myrtanas. Nur ich weiß, was zum Wohle Myrtanas ist. Also maß dir nicht an. Da hat er jetzt den dicken Dödel raushängen lassen. Nur ich weiß, was gut ist. Ich bin der Ober. Ja. Ach, ich nehme es mal wieder selbst in die Hand. Was ist mit deinem Spion passiert? Der Spion ist mein bester Mann, aber er scheint in Schwierigkeiten zu stecken. Wie heißt er? Clovis. Er steht schon seit langem in unseren Diensten. Wo war er zuletzt? In Trelis. Anok hat ihn dorthin geschickt, um die Orks im Auge zu behalten. Weißt du, wo Clovis jetzt steckt? Torus hat da ein Lager, ganz in der Nähe der Burg und der Arena, wo er seine Gefangenen einsperrt. Vielleicht ist Clovis dort. Hat Clovis irgendwelche Informationen an euch geschickt, bevor er verschwunden ist? In der letzten Nachricht, die ich von ihm erhalten habe, stand, dass jemand sehr Wichtiges in Trelis erwartet wird. Möglicherweise sogar ein Kriegsherr. Danach haben wir nichts mehr von ihm gehört. Wie lange ist das her? Noch nicht sehr lang. Trotzdem befürchte ich das Schlimmste. Mein Bruder sagt immer, Schweigen kann mehr Schmerzen bereiten als jede Ork-Klinge. Clovis könnte uns noch nützlich sein. Ich werde ihn da rausholen. Innos sei mit dir. Du willst mitten im Krieg Steuern eintreiben?
Die Stadtkasse ist praktisch leer und wir haben diesen Monat noch keine Steuern eingetrieben. Wir brauchen das Gold. Für Nahrung, Heiltränke, Rüstungen und... Und? Und Waffen. Mach dich auf den Weg, treib die Steuern ein und gib Anok dann das Gold. Warum schickst du nicht ein paar deiner Bediensteten, die das erledigen? Die habe ich Anok ebenfalls zur Unterstützung geschickt. Ein Großteil meines Lebens habe ich damit verbracht, für das Wohl Myrtanas zu kämpfen. Und jetzt soll ich mich mit so etwas herumschlagen? Bitte, dann wäre auch alles erledigt, ehrlich. Na gut, wer muss denn noch alle Steuern zahlen? Cornelius, Dylan, Anton, Barnabas, Boris und Maren. Kennst du sie? Ich denke ja. Ich kümmere mich um die Sache. Wo ist dieses Ork-Lager? In der Nähe von Geldern. Haben die Orks schon irgendwelche Angriffe gestartet? Nein, aber sie sind dem Lager schon zu nahe gekommen. Orks sind nun mal dafür bekannt, Schwierigkeiten zu machen. Das Ork-Lager? Nein, das wäre ein Riesenfehler. Was? Was soll das heißen? Wir dürfen auf unserem Land keine Orks töten. Das würde Torus nur verärgern und ihn zu einem groß angelegten Angriff auf uns veranlassen. Und so einen Angriff würden wir nie überstehen. Wenn ich dich so reden höre, bezweifle ich, dass du es überstehen würdest, wenn dir ein Blatt auf den Kopf fällt. Sind eure Minen noch in Betrieb? Ja, von dort bekommen wir das Erz für unsere Waffen. Dann müssen wir dafür sorgen, dass die Minen sicher sind. Das Lager muss zerstört werden. Und bis Torus das mitbekommen hat, habe ich meine Aufgabe schon erfüllt. Bis später. Enos, hämmere etwas Verstand in den Schädel dieses verrückten Kriegers. Enos kann ich nicht hören. Ich allerdings schon, also pass auf, was du sagst. Das ist eine geile Antwort. Die gefällt mir. Ja. Langsam kann ich ein bisschen verstehen, warum es nicht ganz so viele Leute und Quests gibt, weil gefühlt ich doch mein Meer hier macht da nichts. Gefühlt kommen die meisten Quests einfach von den Obermockern. Ist irgendwie. Man merkt schon, dass Piranha Bytes nicht ganz so krass die Finger hier im Spiel hatten. Das merkt man halt schon, weil, seien wir mal ehrlich, Piranha Bytes ist, was das angeht, halt einfach zu genial. Ja. Du hast sogar noch was zu erledigen. Ja, weiter, Minenarbeiter. Ja, jetzt laufe ich hier rum und gucke mir Leute an, das wollte ich gar nicht. Beseitiges oder wenn das Geldern am nächsten ist. Ja. In der Nähe von Geldern. Ja, toll. Nord, Ost, Südwest. Oben, unten. Schon eine Spion. Diese Steuern Anok. Oh Mann, ey. Was haben wir denn da? In Silden und. Achso. Meryl, Dylan, Boris, Cornelius, Oma Anton und Barnabas. Die meisten davon kenne ich. So, gut, dann fangen wir damit einfach mal an. Und, ach du Scheiße, was ist denn mit der Zeit los? Ist mir egal. Oder? Ist mir das egal? Wisst ihr was? Ich beende mal die Folge. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. 38 Minuten ist lang genug. Und dann hoffe ich, dass man sich in der nächsten Folge wieder sieht. Also in dem Sinne, ciao.